Natur braucht Wasser. Ohne Wasser wird es die Natur in Zukunft nicht mehr geben. Wie viel Trockenheit verträgt unser Ökosystem und die Gewässer, wenn sich der Klimawandel in relativ kurzen Zeiträumen vollzieht? Wir sind ja beim Klimawandel eigentlich jetzt gerade so an der Stelle, wo man es eben mal spürt. Schon heute brechen Ökosysteme zusammen, weltweit. Da kommt jetzt sozusagen die große Sorge noch vor dem dicken Ende dazu. Es sind ja an die 80% der Bäume abgestorben und man kann nichts machen. Hier haben wir eine Übernutzung des Wassers von 300%. Worauf ich hier sitze, war mal ein Anlegesteg. Was wir tun, könnte den Colorado River zerstören. Aber das ist halt auch ein Spagat, weil natürlich kann auch niemand auf Trinkwasser aus dem Hahn verzichten. Ohne Zweifel steuern wir auf eine riesige hydrologische Katastrophe zu. Wir stehen, wenn man so will, vor einer recht heftigen Auseinandersetzung mit der Natur. Wasser kennen wir nur im Überfluss. Doch die Klimakrise verändert das. Wir haben immer weniger Wasser. Wasser wird knapp. Diese Serie stellt die Frage: Was passiert, wenn unser Wasser verschwindet? Hier im Taunus wird ein Großteil des Trinkwassers für die gesamte Rhein-Main-Region gewonnen. Ernst Kluge war Leiter der unteren Wasserbehörde der Stadt Wiesbaden. Was die Wassergewinnung im Taunus für die Natur in der Region bedeutet, erforscht die Ökologin Andrea Sundermann. Überall in Deutschland sieht man die Folgen der Trockenheit. Ja, ich laufe jetzt hier trockenen Fußes durch den Floßbach, der früher das ganze Jahr Wasser geführt hat. Ich stehe tatsächlich im Gewässerbett. Man sieht auch hier unter dem Laub ist ja das Kiesbett quasi. Das ist ein trauriges Bild, wenn man den Bach so vor sich sieht. Ja, es bestätigt einfach das, was wir schon lange wissen, dass die Wassergewinnung eben massiv in die Ökologie, in die Gewässerökologie eingreift und die Landschaft trockenlegt. Wie kommt es, dass Flüsse und Bäche austrocknen? Auf Spurensuche in einer besonders betroffenen Region. Ausgerechnet im wasserreichen Bayern. Simon Preis vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg sucht nach einem Teich, der Wasser in den Fluss Pegnitz speist. Also das muss man sich jetzt so vorstellen, vor einigen Jahren stand hier einfach noch das Wasser. Aber da ist ja gar nichts mehr. Woher kam das Wasser? Und wo ist es hin? Die beiden Experten suchen die Quelle und was davon übrig ist. Das heißt, hier auf dem Podest, man sieht es ja, so hoch war der Wasserstand mal. Genau. Sehr unglaublich. Es ist ja auch so, dass die Natur auf Niederschlag relativ schnell reagiert. Das ist so, wie wenn sie ihre Blumen im Blumenkasten bewässern. Aber wir reden ja jetzt ein bisschen darüber, wie sieht es dann im Boden darunter aus. Und da beobachten wir eben im amtlichen Messnetz, dass diese Pegel sich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr erholt haben über den Winter hinweg. Und das ist eine große Sorge, die wir haben. Früher ist hier das Wasser rausgelaufen, hat diesen Teich hier befüllt. Und der Grundwasserspiegel, der sich im Berg hier hinter uns befindet, ist jetzt quasi niedriger als diese Kante, als diese Schwelle, wo das Wasser früher ausgetreten ist. Also der Bereich, wo jetzt früher das Wasser rausgelaufen ist, das sieht man jetzt schon, der ist komplett trocken gefallen. Ich kenne noch Fotos von Anfang des Jahres, da war hier zumindest noch etwas Wasser gestanden.
Ja, man sieht hier tatsächlich nur noch eine ausgetrocknete Höhle. Es ist noch nie so angespannt gewesen wie in den letzten Jahren durch die vielen Trockensommer und trockenen Frühjahre, die wir erlebt haben. Woher kommt unser Grundwasser? Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung analysiert Fred Hattermann die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes zu Niederschlag und Verdunstung. Wie entwickelt sich das verfügbare Wasser, das sogenannte Wasserdargebot? Dieser Korridor dazwischen, zwischen Niederschlag und Verdunstung, ist das Wasser, was hinterher ins Grundwasser geht, ist das Wasser, was hinterher die Flüsse geht. Das ist das Wasser, mit dem wir wirtschaften können. Und da sehen wir, dass dieser Korridor immer enger wird. Es ist vielleicht so, dass sich im Jahresmittel die Niederschläge gar nicht ändern. Trotzdem werden wir weniger Wasserdargebot haben. Und das hängt damit zusammen, dass wir kürzere Winter haben. Das ist, als wärmer wird, erzeugt auch mehr Verdunstung. Das ist mehr Wasserstress für die Vegetation. Und die Vegetation wächst länger. Und die Zeitpunkte, wo wir wirklich eine Auffüllung der Grundwasserspiegel und der Speicher haben, ist der Winter. Das ist die Phase, wo wir keine grüne Vegetation haben. Und diese Phase wird immer enger, weil es wärmer wird, weil die Vegetation länger wächst. Das heißt, gleich viel Regen heißt am Ende weniger Wasserdargebot für den Menschen und die Natur. Global ist der Tierbestand in den vergangenen 50 Jahren im Durchschnitt um 68% zurückgegangen. Und obwohl der Mensch nur 0,01% der Biomasse auf unserem Planeten ausmacht, sind wir für fast alle negativen Einflüsse auf die restlichen Lebensformen verantwortlich. Seit 1817 erforscht das Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main die Biodiversität. Wie hängen Artenvielfalt und Austrocknung miteinander zusammen? Was wir zeigen konnten in unserer globalen Studie ist, dass Bäche und Flüsse, die an der Oberfläche austrocknen, die Regel und nicht die Ausnahme darstellen. 60% aller Bäche und Flüsse fallen natürlicherweise trocken. Wenn aber ein permanent wasserführender Bach beginnt auszutrocknen, dann hat das natürlich massive Konsequenzen, einerseits für den Lebensraum und andererseits natürlich auch für die Verfügbarkeit und für die Qualität des Wassers für uns Menschen. Diese Konsequenzen sieht man im Rhein-Main-Gebiet. Hier leben 5,8 Millionen Menschen. Ein Großteil des Trinkwassers wird im Taunus gewonnen. Seit mehr als 100 Jahren werden hier jährlich Millionen Kubikmeter Wasser aus der Natur gepumpt. Diese Anlage ist im Betrieb von Hessenwasser, einem der größten Wasserversorger der Region. Wie stark sind die Auswirkungen auf die Natur? Die Natur hat hier ein Problem, seitdem es den Münzbergstollen und die anderen Stollen gibt. Seitdem sind die Bäche entweder verschwunden oder stark reduziert. Ernst Kluge war Leiter der unteren Wasserbehörde von Wiesbaden, eines der größten Bevölkerungszentren im Rhein-Main-Gebiet. Seit Jahren dokumentiert Kluge die Folgen der Trinkwassergewinnung auf die Natur. Hinter mir ist ein Gewässerarm des Schwarzbachs und dieser Arm ist trocken. Er ist über das ganze Jahr trocken durch die Wassergewinnung, die sich hier oberhalb von uns befindet, den großen Münzbergstollen. Die Folgen für die Natur sind gravierend durch die Austrocknung, die allerdings schon sehr lange besteht, aber durch die Trockenjahre der letzten Zeit noch zugenommen hat. Die Situation hat sich noch sehr verschärft. Ein Kunde von Hessenwasser ist die Stadt Oberursel bei Frankfurt am Main. Die Stadtwerke Oberursel versorgen die Menschen mit Trinkwasser. Geschäftsführerin Julia Antoni und der technische Leiter Dieter Gredig erklären, wo das Wasser herkommt. Das Gewinnungsgebiet im Hochtaunus kann man sich vorstellen wie eine Badewanne. Und aus dieser Badewanne wird Wasser entnommen. Das ist das Wasser, was wir dort oben gewinnen. Gleichzeitig hat der Taunus einen Abfluss, das ist der Urselbach. Und der Urselbach muss eine bestimmte Abflussmenge bereithalten oder führen, damit wir beispielsweise noch von unserem Wasserrecht im Hochtaunus Gebrauch machen dürfen. Der Fluss Urselbach fließt durch das ganze Rhein-Main-Gebiet. Dass der Urselbach Wasser führt, ist Voraussetzung für die Trinkwassergewinnung der Stadt im Taunus. Andrea Sundermann vom Senckenberg-Institut beobachtet seit Jahren die Entwicklung des Urselbachs. Also, wir sind hier an der Stelle vom Urselbach, die im Sommer tatsächlich trocken fällt.
Man kann sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen, wenn man mal Bilder anschaut aus dem Sommer. Und das hier sind zum Beispiel, ist der Blick bachabwärts. Und man sieht eben, dass dieses Gewässerbett, dieses Kiesbett wirklich komplett trocken ist. Der Grund dafür, dass dieser Bereich hier trocken fällt, ist einfach der, dass im Oberlauf vom Urselbach Wasser entnommen wird zu Trinkwasserzwecken. Und das Wasser, was entnommen wird, das fehlt an dieser Stelle. Ja, und das ist dann wieder beschreibend dafür, es ist tatsächlich eine Konkurrenzsituation zwischen jetzt Bach, also Natur und Wasser. Das ist auf jeden Fall also eine Konkurrenzsituation zwischen der Vegetation und, genau. und der Trinkwasservergewinnung ist auf jeden Fall gegeben. Man kann nicht vorneweg zu viel wegnehmen, sonst kann der Urselbach nicht mehr genügend Wasser führen. Das ist sozusagen eine Konkurrenzsituation. Entweder ich gebe es an den Bach oder ich gebe es an den Bürger. Bach oder Bürger, ein Dilemma. Und was bedeutet das für das gesamte Rhein-Main-Gebiet, die Region, die einen Großteil ihres Trinkwassers dem Taunus entnimmt? Während der Hitzesommer der vergangenen Jahre wurde die Wassersituation in Oberursel schon bedrohlich knapp. Die Stadt hat eine Wasserampel entwickelt. Damit wird den Einwohnern je nach Wasserverfügbarkeit die jeweils aktuelle Ampelfarbe angezeigt. Der Wettstreit um die Ressource Wasser findet schon heute statt. Mitten in Deutschland steht der Bedarf nach Trinkwasser für uns Menschen in direkter Konkurrenz zur Natur. Und dabei geht es nicht nur um die Pflanzenwelt, sondern auch um die wichtige Tierwelt in unseren Gewässern. Das hat auch Auswirkungen auf die Artengemeinschaften, weil bestimmte Arten, die normalerweise vorkommen würden, die finden wir an dieser Stelle nicht mehr, weil sie mit diesem verminderten Abfluss nicht klarkommen. Unsere Bäche und Flüsse zählen zu den weltweit artenreichsten Lebensräumen, ohne weiteres vergleichbar mit Korallenriffen oder mit tropischen Regenwäldern. Nur ist diese Vielfalt eben unter Wasser und damit nicht sofort sichtbar. Wie so oft in den vergangenen Jahren erkundet Andrea Sundermann den Zustand des Urselbachs. Sie will dokumentieren, wie es aktuell um die Artenvielfalt in dem Fließgewässer steht. An mehreren Stellen sammelt die Wissenschaftlerin Proben, die sie im Labor untersuchen wird. In Deutschland sind nur 7% aller Bäche und Flüsse in einem guten ökologischen Zustand. 93% der Gewässer sind in einem schlechten ökologischen Zustand. Und das, obwohl wir die europäische Wasserrahmenrichtlinie haben. Und das Ziel der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist es, bis 2027 für alle Gewässer einen guten ökologischen Zustand zu erreichen. Und wir sind jetzt bei 7%. Das heißt, dieses Ziel ist unmöglich zu erreichen. Und das ist auch eine spannende Frage. Was bedeutet es, wenn wir Ziele formulieren, wo wir von Beginn an wissen, dass wir mit diesen Anstrengungen, die wir derzeit unternehmen, diese Ziele keinesfalls erreichen werden? Was wird Andrea Sundermann in den heutigen Proben finden? Sollte mehr sein. Also gar nicht mehr unbedingt mehr Individuen, aber mehr Arten. Insgesamt fehlen andere Eintagsfliegen noch, es fehlen Köcherfliegen, es fehlen Käfer. Also von daher haben wir wirklich so eine verminderte Artenvielfalt hier. Normalerweise sind es wirklich viel, viel mehr Arten in so einem Gewässer. Welche Folgen hat die verminderte Artenvielfalt für die Natur? Der Rückgang der biologischen Vielfalt ist die größte Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen. Einerseits, einmal verloren ist immer verloren. Und andererseits wissen wir nicht, was ein 10-, 20- oder 50-prozentiger Rückgang dieser Vielfalt für die Natur und schlussendlich auch für uns Menschen langfristig bedeutet. In der Nähe des Urselbachs betreibt das Senckenberg-Institut sein Labor. Hier bestimmt Andrea Sundermann die vorgefundenen Arten, katalogisiert sie, sichert Proben. Es ist wichtig, dass unsere Fließgewässer funktionieren, weil sie übernehmen ja auch eine gewisse Aufgabe. Also wir gewinnen zum Beispiel sehr viel Trinkwasser durch Uferfiltrat. Das heißt,
Wir gewinnen wirklich Trinkwasser in Bereichen von großen Auen. Und dieses Trinkwasser, was wir dort gewinnen, ist umso besser, je intakter die Gewässer sind, je besser die funktionieren. Und dafür, allein aus diesem Gesichtspunkt ist es wichtig, dass die Fließgewässer wirklich funktionieren. Und die funktionieren dann, wenn wir dort auch eine gewisse Artenvielfalt haben und wirklich ja, eine intakte Biozönose. Der Einfluss des Menschen auf unsere Gewässer beschränkt sich nicht allein auf die Trinkwassergewinnung. Ja, das, was wir hier sehen, das ist der Auslauf der Kläranlage von Oberursel. Und das ist tatsächlich geklärtes Abwasser. Das heißt, dass wir natürlich unterhalb dieser Kläranlage einen relativ hohen Anteil an geklärtem Abwasser im Gewässer haben. Das bedeutet für die Organismenvielfalt natürlich, dass wir eine ganz reduzierte Artenzusammensetzung haben, also ganz wenig Arten, die mit dieser Situation zurechtkommen. Klärwasser klingt harmlos, doch es beinhaltet giftige Rückstände. Von Mikroplastik über Pharmazeutika und Pflanzenschutzmittel. Sie werden in unsere Bäche und Flüsse abgeleitet. Welche Folgen das auf unser Grundwasser hat, untersuchen gerade Wissenschaftler der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Hier rückt das Team von Ralf Hiller aus. Das Umweltamt der Stadt Hannover untersucht das Grundwasser seit langem aufwendig. Unser Trinkwasser wird ja hauptsächlich aus Grundwasser gespeist. Wenn wir dort eben halt nachteilige Beeinträchtigungen im Grundwasser haben, wird sich dieses über kurz oder lang auch auf die Trinkwasserversorgung niederschlagen. Zuerst entnehmen die Forscher eine Wasserprobe. Sie lassen den Sammelbehälter an einer Angel bis zu 20 Meter tief in die Messstelle hinunter. Dort füllt er sich mit Grundwasser. Das Wasser, was jetzt erstmal chemisch untersucht wird, wird jetzt in dieser Röhre wieder eingefangen. Und wir lassen die Röhre bis zum Grund auf diese Grundwassermessstelle herabfallen. Eventuell die Bremse anziehen. So, langsam. Jetzt haben wir das Wasser oben und jetzt können die chemischen Untersuchungen vorgenommen werden. Im Labor soll das Grundwasser auf Rückstände untersucht werden. Dann folgt eine zweite Untersuchung. Die Experten suchen im Grundwasser nach Lebewesen. Die Wissenschaft wird jetzt erst in den letzten Jahren intensiver betrieben und wir wollen jetzt hier eben halt gucken, ob wir jetzt hier eben halt auch noch, sag ich mal, diese kleinen Lebewesen finden. Sollten Sie hier Tiere finden, die eigentlich nur an der Oberfläche leben, dann wäre das ein Beweis für das Eindringen von Oberflächenwasser ins Grundwasser. Die Tauchkamera sinkt immer tiefer in die Grundwassermessstelle, auf der Suche nach Kleinlebewesen. Erst genauere Untersuchungen werden das Ergebnis zeigen. Diese Art der Probenahme ist mit der Uni Landau ist die abgestimmt. Diese Probenahmen werden also in Deutschland und auch in Europa nach dem gleichen Verfahren, nach dem gleichen Muster werden die eben halt hergestellt, sodass wir vergleichbare Proben dann eben halt haben. Ralf Hiller und seine Kollegen vom Umweltamt Hannover sind auf die neuen Ergebnisse gespannt. Die Erkenntnisse könnten den Wissensstand der Umweltforschung verändern. So, wenn jetzt hier diese Wasserprobe, die sieht jetzt relativ trüb aus und sich das dann so ein bisschen abgesetzt hat, dann werden wir gleich mal sehen, was wir dann da so drin finden. Die Wasserproben aus Hannover sind zur Untersuchung an die Universität Koblenz-Landau geschickt worden. Hier übernehmen der Gewässerökologe Hans-Jürgen Hahn und sein Team die Auswertung und genaue Bestimmung. Also ich habe Muschelkrebse, habe ich hier. Ja, das ist schon und gut. Ein paar Oligochäten. Moment, ich soll ich dir den Muschelkrebs? Das sehe ich was da drin. Hans-Jürgen Hahn betrachtet die Probe noch mal genauer unter dem Mikroskop. Okay. Ja, das sieht auf den ersten Blick schon so ein bisschen aus, als ob der Standard, da ist er ja, Oberflächenwasser abgekriegt hat. Das ist jetzt hier eine ganz interessante Probe. Dann entdeckt der Wissenschaftler einen ersten Beweis. Ein kleines, fast durchsichtiges Lebewesen taucht im Mikroskop auf. Diese Muschelkrebse sind immer ein ganz schöner Hinweis drauf auf einen Oberflächenwassereintrag. Wir haben in der Probe auch, ich habe es bloß noch nicht gesehen, noch Raupenhüpferlinge. Die sind auch so typische Formen, die eher in der Grundwasseroberfläche leben. Wenn man die also in der Grundwasserprobe findet oder auch in der Quellenprobe für die Trinkwasserversorgung, dann weiß man,
Da muss man aufpassen, da kommt immer wieder mal was von oben rein. Das hat also, ist ein guter Indikator auch für die Qualitätssicherung in der Trinkwasserversorgung. Doch sind diese Erkenntnisse tatsächlich schon Grund zur Sorge? Und wenn ja, warum? Jetzt haben wir mittlerweile vielerorts einen Kipppunkt erreicht, wo plötzlich das Wasser nicht mehr exfiltriert, sondern das Oberflächenwasser infiltriert, also versickert. Und was da versickert, ist eben kein Trinkwasser, kein quellfrisches Wasser, sondern das hat erhebliche Anteile an Kläranlagenabwasser. 50% im Rhein teilweise, 80% in Neckar, in kleineren Bächen bis zu 100%. Das heißt, in solchen Bächen fließt ein erheblicher Teil an Abwasser. Und wenn dieses Wasser dann ins Grundwasser versickert, gefährdet es natürlich dessen Qualität. Die Wasserproben aus Hannover werden deshalb auch auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht. Und auch da gibt es beunruhigende Erkenntnisse. Also in Hannover sieht man an den oberflächenwassergeprägten oder beeinflussten Standorte, dass da eben auch Stoffe mit reingekommen sind, die man nicht brauchen kann. Arzneimittel zum Beispiel, aber bisher eben noch in einer sehr niedrigen Konzentration, also jetzt unkritisch, aber nachweisbar. Wir gehen davon aus, dass sich diese Situation in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch deutlich verstärken werden. Aus den USA gibt es eine Studie von Anfang dieses Jahres, die zeigt, dass ein erheblicher Teil der Gewässer, vor allem im Westen, infiltriert mittlerweile mit ihren ganzen Schadstoffen und verstärkt wird es vor allem dort, wo landwirtschaftliche Beregnungen stattfinden. Was das heißt, zeigt uns an der Westküste der USA ein renommierter Hydrologe. Ich bin Jay Familiati. Ich leite das Global Institute for Water Security an der Universität von Saskatchewan und bin Hydrologe. Auf dieser Reise wollte ich sehen, was sich verändert hat, wie trocken es geworden ist, seit ich Kalifornien 1980/81 verlassen habe. Es ist unglaublich. Wie sich die Verschwendung von Wasser auf die Natur auswirkt, wird nirgends so deutlich wie im Imperial Irrigation District, eine der größten Landwirtschaftsflächen Nordamerikas. Künstlich angelegt, mitten in der Wüste. Man muss sich selbst in diese landwirtschaftliche Region begeben, um das riesige Ausmaß zu begreifen. Das Central Valley, der Imperial Irrigation District. Die Felder erstrecken sich meilenweit. Erst dann versteht man, wie viel Wasser verschwendet wird, um die Wüste grün zu machen. Der Imperial Irrigation District bewässert die Wüste mit 3,7 Billionen Litern Wasser pro Jahr, während 40 Millionen Menschen in der Region von Wasserknappheit bedroht sind und die Natur buchstäblich austrocknet. Die Abwässer der Landwirtschaft werden in die Flüsse geleitet und direkt in den Salton Sea, der über kurz oder lang austrocknet, wie das Tote Meer. Die Abwässer sind voller Dünger und Pestizide, also ist das Wasser giftig. Ich weiß wirklich nicht, ob der See gerettet werden kann. Ich weiß nicht, was man dafür tun müsste. Der Salton Sea ist der größte Süßwassersee Kaliforniens. Er war mal ein Urlaubsparadies. Heute gibt es hier kein Leben mehr. Worauf ich hier sitze, war mal ein Anlegesteg. Der See versickert und verdunstet. Der Salton Sea ist eine Tragödie. Mit dem Rückgang des Wassers entstehen giftige Staubwolken, die bis nach Los Angeles ziehen und dort die Luft verschmutzen. Dazu kommen der zunehmende Salzgehalt des Wassers und eine Reihe anderer schlimmer Probleme. Wo früher Parks und Freizeitanlagen waren, sind heute verwaiste Landstriche. Als ich vor ein paar Jahren zuletzt hier war, stand das Wasser noch hunderte Meter weiter oben. Es ist schlimm, so etwas zu sehen.
Der Mensch verbraucht das Wasser für die Landwirtschaft in der Wüste. Die vergiftet das Wasser, das die Natur zum Leben braucht. Die Natur stirbt. Am Ende verlieren wir Menschen unseren Lebensraum. Das ist auf Dauer die Folge. Die Zeiträume, über die wir hier sprechen, sind Jahrzehnte. Das hat sich nicht in ein paar Jahren entwickelt. Das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Missachtung der Umwelt. Und das kommt an immer mehr Orten der Welt auf uns zu. Darum müssen unsere Entscheidungsträger das sehen, um zu begreifen, wie es so weit kommen konnte. Der Wettkampf mit der Natur um Wasser ist auch ein Kampf um unsere eigene Existenz. Hier an der US-Westküste ist er schon heute verloren. In Nordeuropa stehen wir noch vergleichsweise gut da. Aber wir hören die Warnungen nicht. Tatsächlich sind wir dabei, Fehler zu begehen, die wir verhindern könnten. Andernfalls wird es alle treffen. Wie viel Trockenheit verträgt unser auf Feuchtigkeit eher angepasstes Ökosystem und die Gewässer, wenn sich der Klimawandel in relativ kurzen Zeiträumen vollzieht? Was passiert mit Fauna und Flora, also mit der Tier- und der Pflanzenwelt? Also wir können das ja teilweise im Wald schon beobachten, dass es durchaus zu flächigen Absterben von Waldbeständen kommt. Und solche Szenarien sind für uns Warnzeichen, dass sich hier auch in der Natur in der Zwischenzeit gewisse Veränderungen, um nicht zu sagen dramatische Veränderungen, vollziehen. Die Folgen der Trockenheit in Deutschlands Wäldern. Vielerorts hat der Borkenkäfer die unter Trockenheitsstress stehenden Bäume getötet, große Teile des Baumbestandes vernichtet. Zusätzlich bedroht nun eine neue Krankheit unseren Wald. Wow, das sieht ja aus, wie wenn den einer abgefackelt hätte, so ungefähr. Ja. Klaus Arzett begleitet die Wissenschaftlerin Nicole Burgdorf vom Land- und Forstministerium ins Krisengebiet, wie sie es nennt. In diesem Wald wütet die sogenannte Rußrindenkrankheit. Vor allem der heimische Ahorn stirbt. Im Zusammenhang mit diesen extrem trocken, heißen Bedingungen der Jahre 2018, 2019 hat sich eine intensive Schaddynamik entwickelt. Der Pilz dringt über Astabbrüche oder Wunden in den Holzkörper ein, wächst in das Holz hinein und kann sich dann insbesondere in trockenen Bedingungen im Holzkörper weiter ausbreiten. Wenn der Pilz dann bis in die Rindenbereiche im Holzkörper auswächst, kommt es dann zur Ausbildung von diesen Sporenlagern, die hier zu sehen sind. Das sind Sporen, die mit 170 Millionen Sporen pro Quadratzentimeter ausgebildet werden und dann in die Luft abgegeben werden. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Und vor allem ist es ja auch nicht nur ein Baum betroffen. Jetzt hier, ja, in der Untersuchungsfläche haben wir ja mittlerweile diese 80% der Bäume, die Rußrindenkrankheit ausgebildet haben und die ja annähernd komplett alle abgestorben sind. Und man kann nichts machen. Die Rußrindenkrankheit. Unaufhaltsam und folgenschwer für Natur und Mensch. Denn sind die Pilzsporen an der Rinde ausgebildet, können sie auch die Lunge der Menschen befallen, mit lebensbedrohlichen Folgen. Um zu zeigen, wie sich die Krankheit ausbreitet, fällen die Wissenschaftler einen Baum, der befallen ist, an dem sich aber noch keine Sporen gebildet haben. Das ist natürlich ein Trauerspiel, wenn man hier reinschaut, weil der Bestand einfach auch zusammenbricht. Das hätte ich mir in meinen Träumen auch nicht ausmalen können, dass ein Pilz wirklich also so massiv zuschlagen kann, dass es zu so einer intensiven Schadentwicklung kommt. Neue Erkenntnisse, auch für Klaus Arzett und Professor Martin Grambo, seit vielen Jahren Mitglied der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Da passiert etwas, das ist maximal beunruhigend. Das ist der typische Fall von Kipppunkten. Das heißt, wenn der Wald erstmal so geschädigt ist, dass er abstirbt, dann verändert sich das gesamte System. Da wird weniger Wasser aus der Luft entzogen. Es wird viel trockener noch,
wenn der Wald dann weg ist. Da kann es bis zur Wüstenbildung gehen. Auf den Menschen übertragen, krank werden, wenn man wieder gesund wird, ist gut. Aber wenn sie mal tot sind, sind sie tot. Ja? Und das ist so quasi die Bedeutung von einem Kipppunkt. Da hat sich dann was verändert, das kriegen wir nicht mehr zurück. Um die Auswirkungen in Regionen mit fortschreitender Wasserknappheit auch unter der Erdoberfläche wissenschaftlich zu erfassen, setzt die Technische Universität München, kurz TU München, auf Hightech. Wie hier in Unterfranken. Das ist hier einer von zwei Messstandorten, wo wir von der TU München die Bodenfeuchte messen, in verschiedenen Horizonten. Und Sie sehen, wir haben ein Loch ausgegraben bis zu einer Tiefe von fast 2 Metern. Und da werden wir in regelmäßigen Abständen Bodenfeuchtesensoren einbauen, um dann wirklich ein Profil von der Bodenfeuchte zu erfassen. Während der Wintermonate sollte der Boden eigentlich gut durchfeuchtet sein, so die Erwartung des Forscherteams. Dann die Überraschung schon in den oberen Erdschichten. Es ist furztrocken. Ist ja unglaublich. Also der Waldboden, der sich vielleicht 50 cm tief durchwurzelt ist und weiter unten kommt dann eben der Übergang in den mineralisierten Teil, der aber ziemlich trocken erscheint. Da sind auch noch ein paar Wurzeln, aber von Wasser oder Feuchtigkeit ist nicht viel zu erkennen. Kein Einzelfall. Der Wassermangel hat die Wälder Deutschlands schon heute erreicht. Das ist für uns im Umweltministerium natürlich wichtig, wie sich das Niederschlagsdargebot dann in den unterschiedlichen Umweltbereichen dann verbreitet. Also was kommt wo an? Wegen der zunehmenden Temperaturen brauchen Bäume und Pflanzen immer mehr Wasser. Weil gleichzeitig immer weniger Wasser zur Verfügung steht, schlagen sie immer tiefere Wurzeln. Und das wiederum hat direkte Auswirkungen auf den Lebensraum von uns Menschen. Denn sinkende Wasserstände können auch massive Schäden an Gebäuden verursachen. In der Region Hannover sind die Auswirkungen heute schon zu sehen. So wie hier in einem Villenvorort. Also hier sieht man schon die ersten Setzungen hier von der Terrasse. Die Terrasse ist 3 Jahre alt oder 3, 4 Jahre alt. Und jetzt haben wir schon wieder Risse, Setzungen. Nur der Schacht bleibt oben, weil der halt sehr tief gründet. Jens Knollmann zeigt dem Gutachter Jens Rohmann die Schäden im Mauerwerk seines Elternhauses. Hier ist Tonboden drunter. Und vermutlich ist eben durch den geänderten Wasserhaushalt, durch natürlich auch Bewuchs, ist so eine Kombination, dass eben der Tonboden schrumpft. Mhm. Und dann das Haus sich eben trotzdem, obwohl es seit 40 Jahren hier steht oder noch länger hier steht, eben plötzlich noch Setzungsschäden hat und ja, komplett eine Hauswand nach unten sackt. Die Risse gefährden die Gesamtstatik des Gebäudes. Im Keller sind die Schäden besonders deutlich zu sehen. Wenn es trockene Perioden gibt, in Sommern, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, wird dieses Wasser halt entzogen. Die Wurzeln gehen immer tiefer, gehen unter die Fundamente, hier auch in diesem Keller, entziehen diesem Boden Wasser und dieser Boden schrumpft. Der hat eine Volumensabnahme von, im Labor untersucht, bis zu knapp 50%. Das sind künstliche Gehalte, die erzeugt werden, aber die das Potenzial dieses Bodens zeigen. Das heißt, wenn der Boden nur 10% schrumpft, dann können Sie sich ja ausrechnen, dass diese Schrumpfschäden auch dann in den Gebäuden hier deutlich in Rissen zu erkennen sind. Genau, das ist die Ecke, die man von draußen gesehen hat. Ja. Also hier kann man im Prinzip die Hand reinstecken. Ja. Sinkendes Grundwasser. Eine Gefahr also auch für unser Zuhause. Es drückt halt so nach außen in die, genau, in die Seite. Fällt, das ganze Haus fällt in diesem Bereich, fällt hier in diesem Bereich nach unten ab. Und gut, man sieht hier teilweise, hier sind komplett die Wand, hier ist komplett aufgerissen. Genau. Das hätte man gar nicht so erwartet, ne? Dass man also auch Wassermangel in Deutschland ein Problem sein kann. Aber ich denke mal, hier kommen verschiedene Faktoren zusammen. Und das ist eben auch etwas hier mit diesen Setzungsschäden durch trockene Sommer, in denen das dann besonders auftritt. Und
Das ist schon, dieses Haus will ich eigentlich erhalten. Das haben meine Eltern gebaut und das hat mein Vater geplant tatsächlich. Ja, und das soll erhalten werden. Und deshalb werden wir jetzt hier diese Investition vornehmen und werden jetzt hier diese Unterfangung der Wand machen und das versuchen, dass es noch die nächsten 50 Jahre steht. Ne? Setzungsschäden durch sinkendes Grundwasser. In Deutschland ein noch relativ unbekanntes Phänomen. In den wohlhabenden Vierteln der 20 Millionen Megametropole Mexico City gehört Wasserverschwendung zum Stadtbild. Doch längst sind vielerorts Senkungsschäden zu sehen, die Jacobo Espinosa von der städtischen Wasserbehörde dokumentiert. Er komme nicht hinterher, sagt er. Hier sieht man die Risse in der Brücke ziemlich deutlich. Das passiert durch die Absenkungen. Dieser Teil der Brücke ist stabil und der andere Teil hier sinkt ab. Da hört es wieder auf. Hier sind es etwa 30 cm im Jahr. Auch der Friedhof in der historischen Altstadt sinkt immer weiter ab. Gräber verschwinden. Von hier bis zur Ecke sieht man die Unterschiede ganz deutlich. Fast 2,5 Meter. Die Senkung ist hier ganz massiv. Erst Risse, dann Senkungen. Überall in der Stadt. Wir wussten nicht, warum es hier überhaupt diese Absenkungen gibt. Dann hat man uns erklärt, dass es an der Übernutzung des Grundwassers in dieser Gegend liegt. Die riesige Stadt braucht Unmengen Wasser. Der Wissenschaftler Luis Zambrano erforscht die Wassernutzung von Mexico City. Es ist eine große Herausforderung, eine wirklich große Herausforderung. Mexiko-Stadt, eine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern, mit Wasser zu versorgen, ist sehr schwierig. Mexico City wurde auf trockengelegten Seen erbaut. Der Großteil des Wassers für die Stadt wird aus dem Grundwasser gewonnen. Bis vor 10 Jahren wusste man nicht, wie viel Wasser es überhaupt gibt, weil es kaum Informationen dazu gibt. Bis vor 10 Jahren wusste man auch nicht, wie viele Grundwasserleiter es gibt. Wir wissen es bis heute nicht genau. Was wir wissen ist, dass immer mehr Wasser gefördert und immer tiefer gebohrt wird. Auch hier wissen die Behörden nicht wirklich, wie viel Wasser die Region eigentlich hat. Doch hier im Valle de México pumpen die Stadtwerke immer weiter, um den enormen Wasserbedarf halbwegs decken zu können. Wir sind hier im Becken des Valle de México. Hier haben wir eine Übernutzung des Wassers von 300%. Also die Differenz zwischen dem, was verfügbar ist, beispielsweise unterirdisch, und dem, was wir entnehmen. Es ist also dreimal mehr Wasser, als neu gebildet wird. Die Grundwasserleiter werden niemals wieder aufgefüllt. Kann das gut gehen? Wie lange noch? Immer massivere Absenkungen des Bodens sind möglicherweise nur Vorboten dessen, was noch kommt. Und hier sieht man Absenkungen, die in den letzten Jahren durch die Übernutzung der Grundwasserleiter entstanden sind. Hauptsächlich durch Hunderte von Brunnen, die es hier gibt und die Tag und Nacht Wasser abziehen. Das Stadtviertel Chalco, mitten in der Hauptstadt des Landes, ist unbewohnbar. Und das hier ist vulkanischer Boden. Der sinkt nicht, weil es reines Gestein ist. Und hier beginnt Tonboden, wo früher ein Seengebiet war. Von Chalco aus hat sich Hunderte oder Tausende von Jahren Ton angesammelt. Und diese Tonböden schrumpfen. Wenn sie den Grundwasserleiter übernutzen, sinkt dieser ab. Ein Loch bleibt zurück. Der Druck des Bodens selbst und das Gewicht der Gebäude verursachen die Senkungen. Deshalb haben wir hier Absenkungen von 30 cm pro Jahr und in Teilen des Sees da unten bis zu 40 cm pro Jahr. Hier, wo wir stehen, haben wir also bereits Absenkungen von bis zu 15 Metern im Vergleich zu früheren Jahren. Soweit sind wir schon. Die Stadtteile unterhalb von Chalco, Valle de Chalco und Locastache, haben mehr oder weniger auch diese Absenkung. Hier ist sie besonders deutlich sichtbar. 30 bis 40 Zentimeter pro Jahr. Das ist sehr viel. Pro Jahr.
Und was wir zum Beispiel im Zentrum von Mexiko-Stadt sehen können, der Engel der Unabhängigkeit. Wenn man dort steht, sieht man, dass der Engel neue Stufen hat. Und nur die dunkleren Stufen sind die Original. Alle anderen sind neue Stufen. Der Grund dafür ist, dass Mexiko-Stadt aufgrund der Übernutzung des Grundwassers sinkt. Am berühmten Engel der Unabhängigkeit, dem Wahrzeichen der Stadt, sieht man es besonders deutlich. Die Stufen mussten dem sinkenden Straßenniveau angepasst werden. Millionen Menschen sind bereits direkt betroffen von den Folgen der Absenkungen, denn die unterirdischen Wasserleitungen bersten und zerbrechen unter dem Gewicht der Stadt. In vielen Stadtteilen kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn. Wasser wird zur Handelsware. Diese Familie wartet schon den halben Tag auf die Lieferung ihres Pipas, dem Wassertanker. Wir sind hier schon seit 9 Uhr morgens. Seit 9 Uhr morgens warten wir hier darauf, dass irgendwann der Tanklaster kommt. Auf den Dächern überall private Wasserspeicher. Es sind wirklich viele Menschen bereits ohne Wasser. Und es werden immer mehr. Nicht nur hier in dieser Straße. In der ganzen Stadt. Die ganze Stadt hat kein Wasser. Tausende überwiegend private Wassertankwagen fahren Tag und Nacht durch die Straßen und verkaufen an die, die es sich leisten können. Absenkungen gefährden Häuser, zerstörte Leitungen lassen die Trinkwasserversorgung der Stadt zusammenbrechen. Ich bin zu vielen Gesprächen ins Bürgermeisteramt gegangen. Das hat mir ganz deutlich gezeigt, dass die Regierung hier nichts für uns tut. Es wird überall schlimmer. Nicht nur dieser Gemeinde fehlt Wasser. Es werden mal hier und da ein, zwei Tanklaster geschickt. Aber eine ganze Stadt so zu versorgen, naja, es ist verrückt. Ich bin seit 2 Jahren ohne fließend Wasser. Tanklaster beliefern uns einmal pro Woche. Vor einiger Zeit haben wir uns mit den Nachbarn zusammengetan, um die Wasserlieferungen von den privaten Anbietern zu bezahlen. Anfangs kostete eine Lieferung 800 Pesos. Heute schon zwischen 1350 bis 1400 Pesos. Es ist also schon fast das Doppelte. Und wir können es uns nicht mehr leisten. Die Einwohner von Mexico City müssen sich selbst helfen. Doch die Übernutzung des Grundwassers mitten in einem der aktivsten Erdbebengebiete der Welt birgt eine noch viel größere Gefahr. Wenn Grundwasserleitern austrocknen und weniger werden, hat der Boden weniger Stabilität. Und wenn dann ein Erdbeben kommt, kann es viel stärker, viel aggressiver sein, als wir es vielleicht erwarten würden, wenn der Grundwasserleiter mehr oder weniger voll wäre. Was die fortwährende Übernutzung der Grundwasserressourcen der Stadt für die Millionen Menschen bedeuten könnte, wird erst langsam klar. Hier wie überall in der Natur zeigt sich, alles hängt mit allem zusammen. Die hydrologische Katastrophe, auf die wir ohne Zweifel zusteuern, wird ein riesiger Überlebenskampf für jeden Einzelnen von uns. Wir sollten jetzt beginnen, alles in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. In der Hinsicht ist die Politik gefordert. Doch davon hört man so gut wie gar nichts. Wenn wir nichts tun, werden wir ganz massive Probleme bekommen. Noch ist es nicht zu spät, die Klimaerwärmung aufzuhalten, um die Verwüstung zu bremsen. Seit Jahrzehnten zerstören wir Naturwunder für unsere Wassergewinnung, wie hier den mächtigen Colorado River im amerikanischen Grand Canyon. Wir haben so einen Einfluss. Wir zerstören den Colorado River. Dadurch findet die natürliche Erosion im Canyon nach 70 Millionen Jahren nicht mehr statt. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das heißt nur Augen öffnen, genau hinschauen, Verantwortung übernehmen.
Es sind diese Bilder, die unsere Verantwortung aufzeigen für die Natur und für zukünftige Generationen. Unsere Zeit nennt man das Anthropozän. Und es spiegelt ganz deutlich die Missachtung der Umwelt wider. Die massive Einwirkung von Treibhausgasen, Carbonoxiden, Methan und anderen gefährlichen Gasen auf die Atmosphäre. Und wer auch immer diesen Planeten in Millionen Jahren bewohnt, wird sich fragen, was zur Hölle haben sich diese Leute eigentlich gedacht? Haben sie sich selbst ausgelöscht? Vielleicht denken sie, ihr Gehirn, also unser Gehirn, war nicht genügend entwickelt. Denn wir gehen eindeutig in Richtung Selbstzerstörung. Unser Wasser zu schützen bedeutet, unsere Natur zu schützen. Beides bedingt sich gegenseitig. Doch nicht nur Mensch und Natur müssen sich die Ressource Wasser teilen. In der nächsten Folge sehen Sie... Hier gibt es überall Wasser. Sieht das wie eine Wüste aus? Aber Sie sehen, wie es ist, gegen ein Monster zu kämpfen, weil es sehr groß ist. Der riesige Landwirtschaftssektor weiß genau, wie knapp das Wasser ist. Darum kämpfen sie mit aller Macht um ihre Rechte. Wir werden unser Recht verteidigen, denn wir glauben an das, was wir tun. Ich denke, wir werden anderen Menschen ihr Wasser wegnehmen müssen.